Herzlich willkommen zu meinem neuen Video aus aktuellem Anlass, ein sehr schwieriges Thema. Ich frage euch, was sagt ihr dazu? Sagt ihr, ja, das war richtig, den Chico einzuschläfern? Oder sagt ihr, nein, das ist Tierquälerei, das geht überhaupt nicht, denn der Hund kann ja für die Haltung als solches nichts dafür. Und dass er dann vielleicht diese Tat ausgeübt hat, war dann wirklich auch Schuld der Halter. Also wem gibt ihr da die Schuld? Sagt ihr, ja, die Hunde sind einfach gemeingefährlich? Oder sagt ihr, ja, die Halter sind eigentlich schuld an der ganzen Geschichte. Ich bin wirklich gespannt, was ihr dazu sagt, aber wer das jetzt noch gar nicht weiß, was da so in den letzten Tagen passiert ist, den möchte ich mal hier aufklären. In der letzten Woche hat der Kampfhund Chico seine beiden Besitzer totgebissen. Daraufhin kam es zu einer riesigen Diskussion auf den Social-Media-Seiten. Viele, die gesagt haben, ja, diese Kampfhunde sind einfach zu gefährlich und gehören verboten, vielleicht sogar alle eingeschläfert. Und andere sagen, nein, das liegt an der Aufzucht der Tiere und wie sie gehalten werden, denn das sind ganz friedliche Wesen. Und ich bin auch der Meinung, dass diese Hunde eigentlich sonst sehr friedlich sind und das wirklich an der Aufzucht liegt. Denn viele Nachbarn haben auch bestätigt, dass der Hund zwar auch schon andere Menschen angegriffen hat in der Vergangenheit, aber auch sehr schlecht gehalten wurde von den beiden Besitzern. Und dann ist es vielleicht auch kein Wunder, dass ein Tier vielleicht mal ausrastet. Ähnlich wie bei Menschen, wenn die falsch aufgezogen werden und die ganze Zeit gequält wurden in der Kindheit, ist es vielleicht auch oftmals dann klar, dass die dann im Alter dann auch ausrasten, beziehungsweise auch zu Straftaten eher neigen. Und so ähnlich ist das wahrscheinlich auch bei Tieren und der Psyche. Der Kampfhund Chico wurde jetzt eingeschläfert und ich finde es sehr schade, denn 290.000 Leute haben alleine bei der Petition mitgemacht und sich dagegen ausgesprochen, dass Chico eingeschläfert wird. Und es gab auch sehr viel Spendengelder und auch Leute, die sich gemeldet haben und ihn nehmen wollten. Und ich finde es sehr schade, dass ihm keine Chance mehr gegeben wurde, denn er wurde einfach falsch gehalten und ist deswegen auch ausgerastet. Das wurde ja auch von verschiedenen Nachbarn auch so gesagt, dass der Hund einfach auch sehr schlecht gehalten wurde. Und ich finde das sehr schade, dass dieses Tier jetzt sterben musste. Das ist zumindest meine Meinung. Ich weiß, die Meinungen werden da sehr auseinandergehen. Ich bin wirklich gespannt. Bitte bleibt bei dem Thema sachlich. Schreibt das unten in die Kommentare rein und macht auch bei der Umfrage mit, was ihr zu dem Thema sagt. Lasst gerne ein Like und Abo da. Bis bald und ciao, ciao.